richtig komplett weggeballert, das Ding. Jo, ich habe ihn. Ich will ihn geben. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FatPat TV. Ich bin heute mit Tim unterwegs und wir angeln einfach auf alles, was gerade geht. Was wir heute Morgen schon erlebt haben, ist echt krass. Das zeige ich euch jetzt. Ja, nicht mal die ersten Würfe gemacht und Tim, der hat hier gleich einen Rapfen rausgezaubert. Ich hoffe mal, ich drehe mich mal so hin. Auch gar kein schlechter. Das ist ein guter. Krass, ey. Nee, ist richtig. Komplett weggeballert das Ding. Alter Schwede. Boah, der wäre aber nie wieder raus, ey. Krasser Fisch. Petri auf jeden Fall. Wir angeln heute mit den verschiedensten Angelmethoden. Wir haben Köderfisch draußen, Wurm und zwischendurch wird auch noch mit der Spinnrute geangelt. Und wie ihr schon gesehen habt, mit Erfolg und hoffen, dass jetzt noch mehr geht. Jo, ich habe einen. Nein! Fuck! Wie du sagst, solange die können, stehen die wahrscheinlich noch auf den Stein auch mit. Solange die können, stehen die wahrscheinlich auch mit auf den Stein da. Die steht wirklich auf den Stein. Hä? Ich bin dran da. Ah ja, schade. Ja, sauber. So, seitdem die Sonne richtig da ist, weiß es nicht mehr so gut. Die Aktivität an der Oberfläche hat auch ganz schön nachgelassen. Wir haben jetzt unsere Posen ausgelegt und werden jetzt nebenbei noch ein bisschen jiggen. Ja, bis auf Köderfischrute. Baller, das wär's ja jetzt. Mach was. Ich würde ihm angeben. Schön.
Jo, Alter. Wundern wird's mich nicht. Haben's noch gesagt, ne? Aber was für eine Schlange. Petri. Petri, Land. Ich glaube, das ist ein PB-Aal. Fühl doch erstmal. Kein Fisch. Leider nur ein Hänger. Das sind die Kollegen, die uns hier ärgern. Und Tim will heute ganz groß mit Fliege in Rapfen fangen. Mal sehen, ob es klappt. Wir warten auf den brachialen Biss eines Rapfens auf Fliege. Tim ist hart am Kämpfen. Aber verscheucht sie nur. Biss? Ja. Ich dreh ab. Da war der Biss. Das gibt es doch nicht. Das Problem ist so ein bisschen, wenn Fliegenangeln jetzt hier an dem Spot, dass man die Fliegenschnur sofort abtreibt. Ne? Die Fliegenschnur treibt sofort ab, also die wird von der Strömung erfasst quasi. Ja. Und dann kann ich nicht so schön quer hier den Bereich abfischen, was man eigentlich müsste jetzt, glaube ich. Doch mal das. Quer abfischen. Ne? Und das ist hier mit total schwierig. Glaub, oder? Also. Der hat einfach keinen Bock. Ich glaube, der hat einfach keinen Bock, Tim. Nächster Fisch auf der Route. Der hat echt keinen Bock gerade. Also für die Barschrute hätte er auf jeden Fall mehr Druck machen müssen. Auf jeden Fall. Das ist ein 70er. Auf jeden Fall ein 70er. Vielleicht sogar PB neuer. So, hier ist er. Schöner 70er Rapfen. Petri. Petri, dank. Ja, wir haben jetzt nochmal die Stelle gewechselt. Da hinten ging gar nichts mehr. Und jetzt versuchen wir noch einen Barsch und einen Hecht zu kriegen, damit wir mal ein Quartett voll kriegen. Aber es ist gerade echt, echt sau heiß und fast überhaupt gar keine Aktivität mehr. So, das war's für heute. Zander, Aal und Rapfen konnten wir landen. Hecht und Barsch wollten nicht. Die gibt's dann beim nächsten Mal wieder. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wisst ihr, abonnieren, liken, teilen. Folgt Tim auf Instagram, folgt mir auf Instagram und bis zum nächsten Mal.